Fernsehen, Online-Portale und Print, wo man hinguckt, nur links-rot-grün versifftes Gutmenschentum. Sind unsere Medien wirklich so links wie ihr Ruf? Und wenn ja, woran liegt das? Das gucken wir uns heute an. Bei mir ging es mit der Euro-Krise los. Dieses komische Gefühl, dass sich der Tenor der meisten Medienberichte sehr von der Stimmung um mich herum und auch von meiner eigenen Meinung unterschieden hat. Am krassesten war diese Diskrepanz 2015 bei der Ankunft der Flüchtlinge. Tagesschau und Co. haben mir erschöpfte Familien gezeigt, traumatisierte Kinder und dankbare Mütter. Überhaupt hatte ich den Eindruck, dass die meisten Redakteure ganz begeistert von den neuen Entwicklungen waren und die Kanzlerin regelrecht mit Lobliedern überhäuften. Um Missverständnissen vorzubeugen, auch 2015 wollte ich keine Schmähartikel gegen Ausländer lesen oder Hetze über Angela Merkel. Aber ich hatte natürlich viele Fragen. Wissen die Behörden überhaupt, wer da gerade einreist? Kommen jetzt Steuererhöhungen auf uns zu? Werden die Mieten teurer? Was für Auswirkungen hat das auf den Niedriglohnsektor? Und wie integriert man so viele Leute gleichzeitig überhaupt? In meinen Augen hat die Berichterstattung diese Fragen lange Zeit weitgehend ignoriert oder sich im schlimmsten Fall sogar darüber lustig gemacht. Besorgte Bürger wurde sehr schnell zu einer spöttischen Umschreibung für ewiggestrige, rückständige Pöbler. Da gab es nur ein Problem. Viele der Unzufriedenen waren ganz normale Bürger. Und laut Infratest DMAP waren die meisten ganz normalen Bürger ziemlich unzufrieden. Wieso sollten sich die Medien aber mit der Mehrheit ihrer eigenen Leser anlegen? Ich glaube, dass die Journalisten den Unmut in der Bevölkerung sehr wohl bemerkt haben, aber eine Eskalation verhindern wollten. Barbara Hans sagte der Fachzeitschrift Journalist 2017 ganz unabhängig von der Flüchtlingskrise: Von dem Aufstieg der AfD, vom Brexit, von der Wahl Trumps, sicher in Teilen auch vom Ausmaß des IS-Terrors. Wir haben aus der Überheblichkeit heraus, es besser zu wissen, gegen die Dinge angeschrieben. Wir waren so überzeugt, dass wir blind waren. Wir waren nicht neugierig, wir waren selbstgerecht. Wie konnte das passieren? Wie konnten sich unsere Berichterstatter entscheiden, so viel Unmut zu ignorieren? Aus meiner Sicht hat die Antwort auf diese Frage viel mit der Zusammensetzung der Medienbranche selbst zu tun. Die ist nämlich viel homogener, als man denken würde bei den ganzen Forderungen nach mehr Diversität und Vielfalt. Laut einer 7 Jahre alten Studie der TU Dortmund ist der durchschnittliche Journalist weiß, aus der Mittelschicht und Akademiker. Nur jeder 50. hat Migrationshintergrund und gerade mal jeder 10. kommt aus einer Arbeiterfamilie. Diese Homogenität spiegelt sich laut einer Studie der Freien Universität Berlin auch in der politischen Ausrichtung wider. Von allen befragten Politikjournalisten gaben 26,9% an, den Grünen nahezustehen, 15,5% der SPD und 4,2% den Linken. Die CDU kommt auf 9%, die FDP auf 7,4%. Zwar gaben 36,1% an, gar keiner Partei nahezustehen, aber trotzdem ist das linke Lager eindeutig überrepräsentiert. Warum ist das so? Werden konservative Anwärter aus ideologischen Gründen aussortiert oder weggemobbt? Prüft man die politische Gesinnung im Volontariat oder erzieht man die Leute um? Nein, genau wie in jedem anderen Job ist es auch in der Medienbranche nicht erlaubt, die politische Gesinnung abzufragen. Ich sag euch, wie ich es mir erkläre. Ich glaube, es werden vor allen Dingen linke Leute von der Medienbranche angezogen. Das wäre logisch. Sie verspricht Abenteuer und man ist den Großen und Mächtigen ein Stachel im Gesäß. Man braucht Kreativität, um erfolgreich zu sein, und so etwas wie Routine gibt es nicht. Die Arbeitsverträge sind oft unsicher und befristet. Das sind doch keine Bedingungen für Leute, die Sicherheit und Ordnung, Ruhe und Regelmäßigkeit zu schätzen wissen. Für den durchschnittlichen Konservativen muss dieses Arbeitsumfeld ja ungefähr so verlockend sein wie ein Urlaub in der Vorhölle. Kein Wunder also, dass man in dieser modernen, progressiven, urbanen Mittelschichtsfilterblase 2015 so gut wie keine kritischen Stimmen aus den eigenen Reihen gehört hat. Stattdessen gab es einen breiten Konsens darüber, was in dieser politischen Ausnahmesituation die oberste Priorität zu sein hatte. Und zwar die Verteidigung der Willkommenskultur gegen AfD und Pegida um jeden Preis. Dabei war die Einordnung einseitig kritisch und überzogen. Was auf der Strecke geblieben ist, war ein differenzierter Blick und eine angemessene Würdigung der kritischen Gegenargumente, zumindest die der Vernünftigen. Das sage nicht ich, das sagt Michael Haller in einer Studie, die 36.000 Artikel von 2015 und 2016 analysiert hat. Auch Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur bei Die Zeit, erklärt: Die Art und Weise, wie wir die Flüchtlingsbewegung begleitet haben, ist etwas, was noch nicht hinreichend aufgearbeitet worden ist und was nach meiner Ansicht sehr kritikwürdig ist.
Wir haben uns nicht nur zu Beobachtern, sondern auch zu Akteuren dieser Refugees Welcome Bewegung gemacht. Nur um das nochmal ganz deutlich zu sagen, weder die Studie noch ich kommen zu dem Ergebnis, dass es eine Verschwörung gegeben hat, also Anweisungen von oben oder systematischen Betrug über die Inhalte der Artikel. Blender wie Relotius, der beim Spiegel Geschichten erfunden und aufgebauscht hat, sind in der Medienbranche geächtet, weil sie gegen alles verstoßen, wofür guter Journalismus steht. Genauso schnell wie diese Phase 2015 im Sommer begann, so abrupt endete sie auch. Die Erlebnisse der Kölner Silvesternacht 2016 waren so einschneidend, dass sie zu einer Art Aufwachmoment für die komplette Branche geworden sind. Seitdem gab es meiner Meinung nach ein flächendeckendes Umdenken, sodass zunehmend auch kritische Entwicklungen rund um die Asylbewerberaufnahme thematisiert werden. Wenn ihr euch für das Thema Ausländerkriminalität näher interessiert, dazu habe ich ein extra Video gemacht, das findet ihr hier oben. Und diese Kritik ist sehr wichtig, denn aus meiner eigenen Erfahrung als JA-Pressesprecherin, wo Propaganda betrieben wurde, weiß ich, die Bürger, die das Gefühl haben, wirklich umfassend informiert zu werden, die sind viel schwerer durch fremdenfeindlichen Populismus aufzuwiegeln. Wichtig ist nur, dass man es jetzt nicht gleich ins andere Extrem übertreibt. Ich habe nämlich mehr und mehr den Eindruck, dass man aus lauter Angst, die alten Fehler zu wiederholen, in letzter Zeit fast schon zu sehr darauf achtet, Probleme im Zusammenhang mit Zuwanderung zu benennen. Warum zum Beispiel bei Amberg in den Nachrichten? Eine Gruppe Jugendlicher ist dort marodierend durch die Innenstadt gezogen und hat wahllos Passanten angegriffen. Laut der Süddeutschen gab es dabei 21 leichte und mittelschwere Verletzungen. Und natürlich gehören die Täter bestraft und die Opfer tun mir herzlich leid, aber was hat so ein Vorfall in der Tagesschau zu suchen? Jetzt interessiert mich aber natürlich eure Meinung. Habt ihr die Berichterstattung auch als zu links wahrgenommen oder findet ihr sie jetzt zum Beispiel neutral und ausgewogen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich empfehle euch noch das Video vom Y-Kollektiv über den Rundfunkbeitrag und mein eigenes über die linke Doppelmoral. Viel Spaß dabei, ich sage tschüss und bis nächsten Donnerstag.